sie für mich sühnen. Hilf mir, sei meine Augen. Da, Unwald ist zurück. Tränkt und plappert wie eh und je. Unwald? Unwald, Sohn unseres Aldermanns. Das ist also Unwalds Zufluchtsort. Unwald, wer ist das denn? Eivor, komm, setz dich. Brot und Ale, bitte, Wirtin. Ich bespreche gerade meine brenzlige Lage mit dem guten Elfgar. Herr? Er ist ein Edelmann wie ich. Einer von Lincolnishias zähen Tarnen. Unwald hält schon einen Krug, der nicht umkippt, für besonders zäh. Elfgar hat meiner Familie die Treue geschworen, dem Haus des stürmischen Schwarz. Mit seinem Einfluss und deiner Kraft werden wir Lincolnishia von den Raufbolden, die uns bedrängen, ein für allemal befreien. Wir werden nur deinen Vater besuchen, Unwald, mehr nicht. Genau, Eivor. Und zwar schnurstracks, du bist die Achse meiner Räder, der Funken meines Zunders. Unwald, dein Vater ist krank und deine Feinde sind in jeder Hinsicht überlegen. Hast du einen Plan oder bin ich nur hier, um dir dabei zuzuschauen, wie du diese Pisse trinkst? Natürlich, Eivor. Alles in allem bin ich ein Mann der Tat, bereit, sich kopfüber in den Kampf zu stürzen. Pass auf, ich bin hier, um dich zu deinem Vater zu bringen. Entweder gehen wir jetzt, oder ich bin weg. Ah ja, nach Lincolne, los! Doch Vorsicht, auf der Straße dorthin wimmelt es nur so von Räubern, die mich tot sehen wollen. Du törichter Schmalzklumpen, als könnte dich ein einzelner Däne vor dem Heer von Mercia retten. Du könntest dich täuschen, Elfgar. Und jetzt wird er es dir beweisen. Es juckt mich schon in den Fäusten. Ein falsches Wort und ich hau dir deine Heidenfresse ein. Wisst ihr, was ein Blutaar ist, meine sächsischen Freunde? Ein was? Ein Blutaar. Der Adler, den ich aus euren Innereien formen werde. Erst breche ich eure Rippen auf, dann ziehe ich eure Lunge raus und forme sie zu Flügeln, damit ihr so schnell es geht in euren Himmel steigen könnt. Jesus, verdammte Heiden! Du schlauer Fuchs, das war unfassbar. Wie ein erfahrener Kapitän, der über die Wasser eines reißenden Flusses navigiert. Ich leere noch meine Blase, Eivor. Dann brechen wir zu neuen Abenteuern auf. Du reist mit einer Zielscheibe an deiner Seite. Ich bin ja da. Er ist sicher. Wenn ich jede meiner Warnungen an ihn aufgeschrieben hätte, wäre ich der meistzitierte Mensch der Weltgeschichte. Elfgar! Die Nervensäge von Lincoln, Shear. Oh, oh.
früh einen Stör aus dem Fluss geangelt. Das kommt nur ganz selten. Hunwald sollte doch nicht abhauen. Wo ist der nur abgeblieben? Er meint, dass er saufen kann wie ich? Soll es beweisen? Hunwald ist in Gefahr. Lass ihn in Ruhe! Gott, er hat einen verdammten Dan dabei! Oh, ich wurde niedergeschlagen, um einen Hauch dem Tod entkommen. Aber ich kann überleben. Ich muss! Gib nicht auf, Evo! Sonst sollte ich verscheiden! So das ist das selber nicht wert. Wir lassen uns nicht beirren! Ich bin am Leben! Oh, Himmelsgnade! Geht's dir gut? Unglaublich! An die Schlacht von Botolfstone wird man sich noch Jahre erinnern. Elfgar, wir haben unseren ersten großen Sieg errungen. Hunwald, geht's dir gut? Besser denn je, ich. Wir müssen so schnell wie möglich nach Lincoln. Ja, das stimmt. Lass uns aufbrechen. Welche furchtbaren Seelen verfolgen mich? Mich? Den Sohn eines geliebten Aldermanns? War es naiv von mir zu glauben, mein Titel bedeutet dem einfachen Volk dieses Schiers irgendetwas? Warum sollten sie mich so entehren wollen? Da sind Schiffe! Wir könnten auch einfach bis Lincoln segeln und unterwegs ein paar Feindschiffe versenken. Was haben sie dir gesagt, als sie dich ins Exil schickten? Ach, nur Unsinn. Ich hörte Schreie und wachte auf. Da griff mich ein Mann und sagte, ich sei eine Gefahr für meinen Vater. Ha! Pferdemist! Die mersischen Soldaten fesselten mich, brachten mich mit verbundenen Augen zum Vase und sagten plump, fang woanders neu an oder stirb in Lincoln Schier. Was meinten sie damit? Ach, irgendwas von wegen, ich würde für seinen Tod beten, weil ich ihn beerben wolle. Sprich die Wahrheit, Hunwald. Ich kann nur helfen, wenn ich an. Sprich die Wahrheit, Hunwald. Ich kann nur helfen, wenn ich alles weiß. Du hegst keinen Groll gegen deinen Vater? Mitnichten. Nein, ich vermute, dass mein Exil von ganz oben befohlen. Das ist Lincoln, Stadt meiner Geburt und Quell all meiner großen Sorgen. Überall mersische Wachen. Ich folge dir, Schattenkind. Mein Herz schlägt wie die Trommel deines Langschiffs. Was siehst du, alte Freundin? Gib dich zu erkennen. So sei es. Zurück!
Diese Stadt war dein Zuhause? Ja, und sie soll es sein. Aber so treibt sie mir nur Tränen in die Augen. Heulen kannst du beim Beten. Wir sind noch nicht drin. Bald werde ich hier nicht mehr mein Gesicht verstecken müssen, sondern stolz unter meinem geliebten Volk wandeln. Wie ging es deinem Vater denn zuletzt? Leider sehr schlecht. Aber er hat das Herz eines Löwen und ist vom Heiligen Geist selbst beseelt. Eine kleine Krankheit macht ihm nichts aus. Hatte er eine hohe Meinung von dir? Oh ja, in der Tat. Die Taner und Geistlichen von Lincoln schien er eher nicht. Aber sie haben mich auch nie wirklich kennengelernt. Dänen werden hier nicht geraucht. Ich habe kaum genug Silber, um Torf von diesen Schmugglern zu kaufen. Ihnen gehört alles. Die Augen auf mich. Nach deinen letzten Atem. Wie kann mein einziges Zuhause mir nur so fremd vorkommen? Kalt und abweisend. Keine Angst, Lincoln. Bald wirst du wieder mein. Gott sei Dank, du lebst! Ja, mein lieber Regenhaare, an Leib und Seele unversehrt. Sag meinem Vater, sein Sohn ist zurück, und zwar kampfbereit. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Es tut mir leid, aber dein Vater wurde fortgebracht. Fort? Wann? Schon vor Wochen, Lord. Er war wirklich sehr krank, als sie ihn wegbrachten. Ich wünschte, ich wüsste mehr. Ging er freiwillig mit oder hatte sich dagegen gewehrt? Er wurde nicht entführt, aber er ging auch nicht. Er humpelte eher. Von sich aus oder unter Zwang? Von sich aus. Es war die Äbtissin Acha, die seine Verlegung empfahl. Sie fürchtete, sein Zustand würde sich verschlimmern. Er hat immer noch Freunde in Lincoln. Ein gutes Zeichen. Unter anderem Bischof Herefried. Er hielt Nachtwache im Gemeindesaal und kümmerte sich um alles, in Abwesenheit deines Vaters. Werden wir Ärger bekommen? Im Gemeindesaal? Ihr meint Soldaten und so weiter? Ja, dort sind nun viele, viele mehr, seit dein Vater nicht mehr zugegen ist. Gut, dann bleiben wir besser unentdeckt.
Wer war das denn? Regenhaare? Er gehört quasi zum Inventar unseres Hauses. Treu bis zum Schluss. Er kümmert sich um alles und kannte mich schon als kleinen Lord in Windeln. Ein einfacher Mann, der jedes Silberstück wert ist. Wir! Hier entlang! Ja, lass uns einen trinken. Wir sind fast da. Hey, was hab ich da auf der Nase? Zeig mir, was vor uns liegt. Zeig dir, wo die Fässer lagern. Ja. Und jetzt sind wir voll. Es ist nicht weit. Wie viele Schritte? Sind es denn auch weitergehen. Los, weiter. Lincoln ist wohl ein guter Ort zum Handeln. Ist das so? Der Markt strotzt nur so vor Gütern. Ja, wahrscheinlich. Als ich klein war, hat es uns im Haus meines Vaters an nichts gemangelt. Brot und Geflügel und Feldfrüchte aller Art. Sicher haben unsere Bediensteten das hier eingekauft. Lincoln war gesegnet und damit auch wir. Wie oft hast du das Haus verlassen, Hunwald? Ach, immer mal wieder. Ja, ja. Komm her, ich hab das gute Zeug. Oh, dann folge ich dir. No.
nicht mehr weit. Reicht da. Glaub mir, da ist mir wohl der Met ausgegangen. Eil, bring mir sofort mein Eil. Dann mach es gut, holde Wirtin. Lang mögest du einschenken. Was ist denn noch ein Rübschen? Donne in dem Bastemier? Und wer ist Hunno? Miltestre ist ja Namron, denn den he frikat Fortaua. Weitergehen. Fried, sagt Lord Hundbjörg, sein Sohn ist zurückgekehrt. Ein Glück, du bist wohl auf. Lord Hunwald, du hättest deine Rückkehr ankündigen sollen, um diese Gewalttaten zu verhindern. Leben hätten gerettet werden können. Warum so überrascht ob meiner Rückkehr, Bischof? Sagte man, ich sei tot? Oh, schlimmer als tot. Ich muss leider von dem Gerücht berichten, du seist im Norden verschollen und würdest deine Dänen auf einem ärmlichen Gehöft pflügen. Ich bin sicher nicht die Dänen seiner Träume und ich habe kein Gehöft. Ich weiß, es ist gut gemeint, Bischof, aber es gibt keinen Grund, Svanhilds Ehre zu schmälern. Lass meine Geliebte da raus. Oh. Diese Dänin hat auch einen Namen. Leider werden sich die Leute dieses Schiers kaum darüber freuen, dass du die Toleranz deines Vaters gegenüber Heiden zur Sünde hast werden lassen. Ich habe keine Zeit für Schmach und Gerüchte. Wir sind hier, um Lord Hundbjörg zu sprechen. Mehr nicht. Lord Hundbjörg ist leider fortgegangen. Wohin verriet er nicht, aber er wird sicher bald zurückkehren. Sobald der Sturm vorüber ist. Was in aller Welt soll das heißen? Welcher Sturm? Dein Vater bangte um sein Leben, Hunwald. In seinem geschwächten Zustand konnte er sich nicht verteidigen. Schon gar nicht gegen Dänen. Wie kannst du es wagen? Eivor ist ganz ohne Tadel. Aber versteh doch, Hunwald. Du tauchst unter und plötzlich mit einem Wikinger wieder auf und verlangst, deinen Vater zu sprechen. Das spricht aus meiner Sicht nicht für lautere Beweggründe. Hunwald hatte diese Woche schon mehrere Klingen am Hals. Ich bin nur hier, um ihn zu beschützen. Dein Vater war einige Tage in meinem Hospizium und wurde dort behandelt. Aber er ging unbemerkt. Mehr wissen wir nicht. Unbemerkt? Eigenartig. So etwas sieht ihm gar nicht ähnlich. Tut mir leid, Hunwald. Wir haben alles nach ihm abgesucht. Leider ohne Erfolg. Äbtissin, wir sollten diesen jungen Lord seinen schwirrenden Gedanken überlassen. Wir haben alles gesagt, was wir sagen konnten. Pass gut auf dich auf. Bleib am besten hier, wo es sicher ist. Ich werde versuchen, etwas über deinen Vater herauszufinden. Wenn mein Vater hier im Hospizium war, könnten uns die Heilerin vielleicht weiterhelfen. Versuche, mit ihnen zu reden. Finde heraus, was sie wissen.
Wann habt ihr den Aldermann zuletzt gesehen? Lass uns in Ruhe. Maß dir nicht an, solche Fragen zu stellen. Strecke deine Flügel. Hunwalds Vater war hier, um sich zu erholen. Vielleicht hat ihn jemand gehen sehen. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Weißt du, wo euer Aldermann gerade ist? Ich weiß so einiges. Aber lass uns woanders reden. Folge mir. Das dürfte reichen. Sag mir, was du weißt. Oh, ich weiß sehr viel über unseren Aldermann. Was er gerne isst, wann seine Schlafgewänder gewechselt werden, wie sehr er es hasst, mit Blutegeln behandelt zu werden. Sowas weiß ich. Auch wo er abgeblieben ist. Ach, wo? Ich habe keinen blassen Schimmer. Das wolltest du wissen? Vergiss es. Bist du die oberste Schwester? Ja, und es gefällt mir nicht, dass du mit Waffen herumfuchtelst. Wir sind hier im Hospitium, nicht auf dem Schlachtfeld. Schlimm genug, dass mir diese bewaffneten Schamkapseln hier nachstellen. Jetzt auch noch du. Dir und den anderen wird nichts geschehen. Ich will nur euren Aldermann finden. Wenn ich irgendetwas sage, riskiere ich meinen Kopf. Und wenn der rollt, folgen mir diese armen, kranken Menschen ins Grab. Der Aldermann würde zustimmen. Je schneller ich ihn finde, desto eher verschwinden diese lungernden Wachen aus dem Hospitium. Wie gut das wäre. Er kam in schlechtem Zustand an und wir konnten ihm kaum Linderung verschaffen. Dann tauchten plötzlich Wachen auf und brachten ihn weg, ohne mich anzuhören. Ich hörte sie über ein Badehaus reden. Es gibt aber in Lincolne kein intaktes Badehaus. Vielleicht meinten sie die alten Ruinen südlich von hier, bei der östlichen Mauer. Die Ruinen südlich von hier. Ich werde mich umsehen. Danke. Ich bete, dass du ihn findest. Er braucht dringend Hilfe.
Was trinken? Gut, da musst du mich nicht zweimal bitten. Sieh mal nach, Sühnen. Nicht in unsere Tunnel lassen sollen, wenn du mich fragst. Hatten wir denn eine Wahl? So lassen sie uns wenigstens in Ruhe. Die töten in ihren eigenen Reihen. Wieso sollten sie unsere Schädel nicht spalten? Weil sie uns fürchten. Wir lassen uns nicht zum Narren halten, verstanden? Denk dran, Gott bestraft den, der Böses wünscht, gegen... Ja, sprich. Böses gegen wen? Was? Ich war kurz weg. Worum geht's? Herr im Himmel, dein Gehirnschmalz reicht doch gerade so zum Atmen aus, oder? Wenn ich entdeckt werde, wird es unschön. Das sind tiefe Tunnel. Ist der Aldermann in ein Versteck unter den Straßen von Lincoln geflohen?
Hier sollte ich vorsichtig sein.
Hier wurde gekämpft. Aber um was? Also, ein Kampf zwischen Edellingen und Räubern. Die Räuber sind dabei nicht gut weggekommen. Ein edles Gewand mit dem Bild eines Schwans. Hier muss der Aldermann entlang gekommen sein. Die sich über diesen Schlüssel freuen. Ein sächsischer Edelmann hat Räuber dafür bezahlt, durch diesen Tunnel zur Bolingbrook-Feste schleichen zu können. Die mercischen Edelinge haben einen Pakt mit Räubern geschlossen. Sie haben Wegezoll für diese Höhlen bezahlt. Als es soweit war, haben die Räuber die Edelinge überfallen. Aber es lief wohl nicht nach Plan. Im Kampf verlor der Aldermann sein Gewand. Aber er entkam und lief Richtung Bolingbrook-Feste. Das ist meine beste Fährte. Frische Luft.
Los, Sehnen. Wir werden sofort angreifen. Überblicke das Land, Freundin. Was siehst du da oben, Sönin? Thank you.
Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Ich bin auf der richtigen Spur. Die Feste wird gut bewacht. Er ist ein kranker Mann. Lass ihn. Außerdem haben wir es doch gut. Wir können den Lindesäge Heiden jagen und den Botolfston buchen. Mag sein. Uns nicht verlassen. Gemeinsam. Mein Herr, du hast dich als wahrer König gezeigt. Geboren in einer Zeit der Wölfe, du hast die Ruhe wohl verdient. Danke, wunderschöne Galgynar. Deine Treue ist so firm. Niemand kennt mich so gut wie du. Gut, mein Herr. Alles ist vorbereitet. Sollen wir mit dem Waschen beginnen? Ha, wer da? Sei willkommen. Bist du hier, um deinem Herren Aldermann Tribut zu zollen? Das Gebäck ist schon sehr lange trocken, Schwester. Wie lange ist der Aldermann schon tot? Tot? Klingt so drastisch. Ich finde eher, dass mein Herr sich wandelt. Da ist was dran. Brauchst du noch etwas? W-
Warum wurde der Tod des Aldermanns vertuscht? Die Menschen von Lincolnshire sollten das wissen. Allen voran Hunwald. Als die Wachen ihn in meine Obhut gaben, sollte ich das geheim halten, bis zu einer verabredeten Zeit. Als ich fragte, wer dies veranlasst habe, schlugen sie mich. Ich wünschte, ich wüsste mehr. Ich habe alles gesehen, aber Hunwald braucht einen Beweis. Natürlich. Du darfst gerne seine Sachen durchsuchen. Ich bin nur nicht sicher, was sich am besten dafür eignen könnte. Ich finde etwas. Thank you.